Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Monster Hunter Rise Sunbreak. Wie ihr bereits im Titel gesehen habt, machen wir heute den Seregios. Meiner Meinung nach, also 4 Sterne, ne? Meiner Meinung nach ist er einer, also so auf dem Level von 4 Sterne her, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, ist er meiner Meinung nach einer der, vielen Dank, stärkeren Monster. So, die haben noch nicht gut angefangen, das ist schön. Das heißt, wir können noch gut mitarbeiten. Ich werde euch im Laufe des Kampfes erzählen und auch zeigen, was er so alles drauf hat. Ist ein sehr schnelles Monster, arbeitet mit Blutungsschaden. Also Blutungsschaden ist neu dazugekommen. Mit dem DLC gab es vorher nicht. Und bedeutet basically, was bedeutet es? Es bedeutet, dass du auch Small bekommst. Und zwar richtig. So, die Leute wollen nicht so richtig. Wollen wir rein? Hast du Bock? Du hast Bock. Okay. Alleine natürlich nicht. Ist ein starkes Viech, ist ein schnelles Viech und Blutung. So, jetzt schreit er erstmal rum. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt aufgeladen habe. Ich sage immer gerne, dass er skatet. Also, ich habe den mit einem Kumpel zusammen gemacht und habe wieder auch gefirst tried. Und ich fand immer, er hat ziemlich rumgeskatet. Also, das, die Attacke hier zum Beispiel, wo er so reinprischt, ich finde, ist ein bisschen too much. Also, ich finde echt, er ist super schnell, wirklich super schnell. Du kannst gar nicht ausweichen. Und ich glaube auch, dass er so einer der ersten Monster wird, wo wir, also wo ich in der Aufnahme vielleicht ein paar Probleme haben werde. Also, nicht ich, sondern meine Teammates. Weil die natürlich jetzt alle ein bisschen underleveled sind, beziehungsweise genau das Level von ihm haben. Was man noch dazu sagen muss, scheiße, Seregios ist keine Unterart. Ja? Seregios ist sozusagen ein komplett eigenständiges und neues Monster. Kann man trotzdem, denke ich, sagen, dass er ziemlich, ziemlich heftig ist. Hier zum Beispiel diese Attacke, die kommt so schnell. Das ist krank. Das ist einfach nur krank, ist das. Das heißt, man muss schön dranbleiben, muss ihn schön vermöbeln. Ich glaube, viel Leben hat er nicht. Jetzt geldet er wieder, nicht oder nicht? Er kann auch diese Stacheln schießen, genau. Ah, jetzt habe ich habe Blutung. Ich wurde getroffen. So oben rechts seht ihr jetzt, dass ich Blutung habe. Blutung kann man nur loswerden, indem man stehen bleibt. Anders geht's nicht. Man darf nur stehen bleiben. Wenn man sich bewegt, ihr habt es ja gesehen, hat sich meine Leiste vergrößert. Das ist insane. Und das ist so arschig, ich kann es euch gar nicht beschreiben. Also wenn du irgendwie Blutung hast und du merkst es vielleicht gar nicht, du bist einfach, stirbst einfach an der Blutung. Das ist krass, also ich finde es zumindest krass. Und darum finde ich auch, es gibt nicht viele neue Monster, die Blutung benutzen. Es gibt nur Seregios und Shogun Senna Tower, glaube ich. Den ich, by the way, vergessen habe. Ich habe nämlich vergessen, Shogun Kenny Tower oder Zene Tower, kann ich den aussprechen, wie wollt. Mach ich ja auch. Aufzunehmen. Ich habe den übersehen. Und zwar wahrscheinlich, weil mein Unterbewusstsein sich so gedacht hat, yo, ich hasse ihn. Also ich hasse diesen Gegner so sehr. Ich habe den mal versucht, solo zu machen, noch bevor ich hier diese Aufnahmen gestartet hatte. Das war so ein Pain. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ja, das wird verkacken, oder? Doch nicht. Krass. Okay, nicht schlecht. Einer ist jetzt natürlich schon gestorben. Ich sag mal so, das ist aber kein Problem. Also, ich meine, anhand der Aufnahme werdet ihr eh sehen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Aber insgesamt ist jemand, der K.O. geht, eigentlich kein Problem für dieses wunderschöne Projekt hier. By the way, ja, ihr habt es bestimmt gesehen, ihr habt euch vielleicht auch gewundert. Monster Hunter an einem Samstag. Was da los? Wieso Monster Hunter an einem Samstag? War doch sonst immer die letzten, ich glaube, 5 Folgen freitags. Ich habe meinen Upload-Plan geändert. Nämlich gestern kam die allererste Folge, scheiße, kam die allererste Folge Pokémon raus. Also, falls euch Pokémon interessiert, könnt ihr es sehr, sehr gerne anschauen. Ich habe die Karmesin-Edition gespielt, ich habe den Pflanzenstarter gewählt, also falls euch Gameplay von dieser Edition oder Gameplay mit diesem Starter interessiert, könnt ihr sehr, sehr gerne reinschauen. Ja, also momentan habe ich das Spiel noch nicht gespielt.
Ja, also ich nehme das ja gerade an einem Donnerstag auf, also Donnerstag auf, einen Tag vor Pokémon. Und dementsprechend habe ich das Spiel noch nicht gespielt. Ich weiß aber halt, was für einen Starter ich wählen werde und Co. Darum kann ich euch die Info ja trotzdem jetzt schon geben. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Also Pokémon ist für mich so ein starkes Stück Kindheit. Ich meine, jetzt sitzen hier irgendwelche Leute und sagen, 21-Jähriger, der noch Pokémon spielt. Ja, 21-Jähriger, der Pokémon spielt. Gerade mit 21 sollte man Pokémon spielen, Freunde. Dann appreciated man das auch richtig. Da hat man richtig Plan von diesen ganzen Combat-Sachen und Co. Also, dann nutzt man dieses Spiel erst richtig aus, ja. Also, warum hast du das gemacht? Warum? Oh, den hatten wir doch schon beritten. Oh mein Gott, ich habe richtige Profis da drin. Ich habe richtige Profis da drin. Das tut weh. Sowas hasse ich, wenn Leute nicht richtig Wyvern reiten können. Ne? Das ist einfach nur Pain. Das ist einfach nur richtiger Pain. Mir ist aufgefallen in meinen Videos, ich denglische ganz schön viel. Das ist halt einfach mein Wortschatz. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich cool sein will, aber das ist einfach mein Wortschatz. Ja, logisch, Mama. Ja, logisch. Ja, lass abziehen. Kein Bock gegen den zu kämpfen, echt nicht. Ist zwar nur ein Almodron. In der letzten Folge habe ich Magmadron außerdem besiegt. Wahrscheinlich kam die Infokarte auch schon, aber ja, letzte Folge war Magmadron. Für die, die es interessiert. Oh, guck mal, der Bolmidon, der will uns auch helfen. Freundlich, sehr freundlich. Ja, nur dass ein Bolmidon echt nicht so der geeignete Gegner für ihn ist, ne? Also, ihr werdet es gleich sehen. Bolmidon wird halt gar nichts reißen. Was ist denn jetzt passiert? Warum ist er jetzt umgefallen? Weiß nicht. Ist mir auch egal. Ja, der Typ ist auch noch da. Warum auch immer. Oh, Mama Nut. Oha. Reicht das? Nein. Nein. Oh Gott. Na, mach doch. Mach doch. Okay, alles gut. Kein Problem. Kein Problem. Er liegt jetzt ein bisschen weiter weg, weil er gerade umgeschubst wurde von irgendwas. Ich weiß nicht von was, er wurde auf jeden Fall umgeschubst. Oh, okay, jetzt ist er schwach. Vielleicht können wir ihn fangen. Also das ist auf jeden Fall der Seregios gewesen, ne? Klasse Monster. Ich finde ihn richtig cool. Ich finde ihn auch richtig schwer, wenn man ihn macht, während man nur eine 3- oder 4-Stern-Rüstung hat. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt nach Garangolm hat man sich bestimmt dafür entschieden, hey, ich mache mir langsam mal eine 3- oder 4-Sterne-Rüstung. Da ist er schwer. Also ich finde ihn schwer. Man kriegt richtig aufs Maul, ja. Also will ich echt nichts gegen sagen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, das heißt, könnt euch gerne noch die anderen Monster Hunter-Folgen anschauen. Gerne noch Splatoon oder Xenoblade. Ich habe super viel, also super viel. Ich habe jetzt insgesamt 4 verschiedene Let's Plays, die parallel laufen. Könnt ihr euch gerne alle anschauen oder einfach ein Abo da lassen, würde mich auch sehr freuen. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr sehr, sehr gerne eine positive Bewertung da lassen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Monster Hunter Rise Sunbreak. Ciao!